Ja, hallo ihr Lieben, also das heutige Video haben wir schon etwas länger aufgenommen. Es ist mittlerweile etwas wärmer geworden, aber das spielt ja gar keine Rolle. Es geht darum, mal zu zeigen, wie man so einen Spaziergang gestalten kann, wie man die Bindung zum Hund fördern kann, beziehungsweise den Hund an sich mehr die Bindung festigen kann und wie das Ganze eben auch geht, ohne nur mit Kommandos, mit Hörzeichen zu arbeiten, sondern eben auch, wie das auch körpersprachlich ganz gut geht, mit ganz einfachen Mitteln. Ja, ich werde das Video dann ein bisschen kommentieren und euch dadurch lenken und dann das ein bisschen erklären, was wir da genau machen. Also, es geht ja nun darum, dass wir bereits vor dem Spaziergang oder vor der Aktivität, die wir gemeinsam machen, schon ruhig starten. Wir haben natürlich auch nicht immer Unmengen an Zeit, manchmal sind wir auch gestresst oder unter Zeitdruck und machen das nicht ganz so ruhig, aber das macht sich dann immer bemerkbar, also da kann man fast davon ausgehen. Hier sieht man auch gut, ich bewege, also ich mache wirklich langsame Bewegungen, bin sehr ruhig mit ihm und er kann dadurch auch gut ein bisschen runterkommen. Ich gebe Aragorn auch klar den Raum vor, damit er da jetzt nicht so aufgeregt hin und her springt, sondern wirklich einfach jetzt schön abwartet. Und dazu braucht es auch kein großes Kommando, sondern man kann wirklich das eben auch durch die Körpersprache gut signalisieren. Das Jammern ist jetzt auch einfach Ungeduld und ein bisschen Übersprung, aber davon lasse ich mich überhaupt nicht beeindrucken. Ich mache einfach ruhig meine Sachen weiter, mache mich bereit. Genau, und wenn er da ein bisschen sich reinsteigert, korrigiere ich ihn kurz mit einem Sch. Und gebe ihm auch wieder den Raum vor und dann kann er sich wieder ein bisschen besser beruhigen. Es ist auch wichtig, dass man sich bei dem Ganzen einfach eben Zeit lässt und das auch nicht hektisch macht und denkt, oh, das dauert jetzt zu lange und da wird der Hund ungeduldig. Man kann auch ganz gut das als Übung auch mal so machen, dass man sich anzieht, den Hund anleint oder Halsband anzieht und dann einfach auch wieder ablegt und so quasi, ah ja, nee, jetzt gehen wir doch nicht. Und das durchbricht dann auch eine gewisse Erwartungshaltung. Hier gehe ich jetzt noch ein bisschen Leckerchen auffüllen, das ich vergessen habe. Und Aragorn weiß das schon, ich kann das alleine, ich brauche ihn dazu nicht, er muss da nicht Aufsicht spielen und er muss mir auch nicht nervös hinterher watscheln. Ja, aber seine Öhrchen zeigen gut, also er ist da schon ganz wach und hört gut hin, was ich denn mache. Wenn er schon nicht gucken darf, dann hört er gut hin, aber er bleibt schön ruhig. Ich habe ihm da jetzt auch keinen Sitz gegeben, er hat das jetzt selbstständig gemacht. Auch hier, das ist nichts Schlimmes, einfach nur ein bisschen den Weg abgeschnitten. Nein, bis hier, da ist dein Raum im Moment und hier kannst du dich aufhalten. Einfach eine Raumeinschränkung eben auch, das gibt auch wieder mehr Ruhe rein. Und auch hier, ich will nicht, dass er rausschießt, er soll auch drinnen bleiben, auch wenn die Tür auf ist. Er soll diesen Raum akzeptieren. Ich gebe ihm wiederum da Raumeinschränkungen vor und das hat wieder mit der ganzen, da versucht er es und ich dränge ihn körpersprachlich ein bisschen zurück. Das hat auch mit Respekt und Akzeptanz zu tun und das ist auch wieder Führung. Die Raumvorgabe macht auch immer das Leittier in den Runden. Er legt sich jetzt hier selber hin, weil er schon weiß, dass das nichts bringt, wenn er da jetzt nochmal probieren würde.
Hier, er braucht nicht gleich aufzuspringen und rauszukommen, ungefragt. Ich gebe ihm mit der Hand und auch mit meiner Körperdrehung klar zu verstehen, nein, es ist noch zu früh. Hier auch, ich bewege ihn, ziehe ihn quasi mit der Hand nach draußen, begrenze ihn aber gleichzeitig mit dem Bein, weil ich möchte, dass er sich hier hinsetzt und nicht das ganze Areal gleich abschnuffelt und hier den Kontrolleur spielt. Das passt ihm natürlich nicht, er ist aufgeregt und jammert ein bisschen rum. Mach doch ein bisschen schneller jetzt, das ist einfach sein Naturell, weil er halt wahnsinnig ungeduldig und hibbelig ist. Ne? Das macht er ja nicht böswillig. Da soll er auch nicht einfach vorgehen. Wir starten schon so, dass er einfach den Raum vorne mir überlässt. Also ich gehe als Erste raus, ich check die Lage ab und nicht er schießt raus und man weiß gar nicht, was entgegenkommt. Hier musste ich ihn kurz zurückkorrigieren mit einer Aufmerksamkeitsgeste. Und auch hier, ich will nicht, dass er bei der Treppe mir vorschießt. Er akzeptiert das gut, vergisst sich einfach immer wieder. Wenn sich der Raum öffnet, schießt der Hund dann gerne auch raus. Deshalb bin ich dort, habe ich dort kurz innegehalten. Da auch, es geht ein bisschen zu schnell, er vergisst sich einfach schnell wieder. Und da reicht es eben schon, stehen zu bleiben und ihn mental mit der Energie einfach zurückzuziehen. Und das geht ganz ohne Kommando. Also das heißt, der Hund hat wirklich eine gute Aufmerksamkeit. Aragorn schaut gut auf mich, er spürt das gut, er vergisst sich nur immer wieder. Das ist halt einfach auch sein jugendliches Temperament. Wobei, jetzt ist er ja auch nicht mehr ganz, ganz jung, jetzt wird er auch schon 3 und trotzdem natürlich auch ein bisschen rassebedingt, auch ein bisschen genetisch veranlagt bei ihm und so ein bisschen auch Vorprägung. Aber es klappt wunderbar. Und eben, vorhin auch ganz wichtig, ein Hund nie auf einer Straße, auf einer Kreuzung, bei einer Kurve oder was auch immer, was unübersichtlich ist, nie vorschießen lassen. Ich behalte ihn bei mir, es wird jetzt auch nicht markiert, das kann er noch gut halten bis zum Feld. Und das ist auch wieder eine Führung, eine Vorgabe, die er einzuhalten hat. Es geht mir nicht darum, dass er mir am Knie kleben muss, aber er soll sich an mir orientieren. Und das macht er sehr gut. Er nimmt immer wieder Kontakt auf, er schaut immer wieder zu mir hoch und ich leite ihn auch. Manchmal ganz kurz mit der Hand einfach eine kleine Geste. Das reicht dann schon. Und hier auch, wenn er nicht aufmerksam ist, wenn er mit dem Kopf irgendwo anders ist, kurz mit einem Klatschen einfach die Aufmerksamkeit wiederholen. Das muss nicht auf diese Art sein. Das kann auch mit einem kleinen Schnalzen oder mit einem sein oder was auch immer. Man kennt ja dann mit der Zeit seinen Hund, worauf der gut reagiert oder welche Intensität es in welcher Situation gerade braucht. Wichtig ist, dass man das nicht abnutzt und nicht ständig wiederholen muss, wenn man merkt, die Intensität oder diese Form nützt nichts oder man kommt so nicht zum Ziel. Dann muss man was verändern. Da auch zu Beginn ist das immer so ein bisschen auch wieder dran erinnern, hey, an der Leine ist ganz klar, du gehst mir nicht, es ist mir egal, er muss nicht mit der Schnauze beim Knie sein, aber ich will nicht, dass er zu weit vorläuft und ich will keinen Zug auf der Leine haben, das mag ich einfach nicht, weil das kommt dann sonst immer mehr und mehr und dann ist er sonst unaufmerksam. Man sieht hier auch, es ist nicht das natürliche Tempo des Hundes. Er hat jetzt dort die zwei Menschen gesehen und das war natürlich jetzt ein bisschen spannend. Das Auto. Ja, und dann kann man gut einfach auch mal stehen bleiben, obwohl es vielleicht gar keinen Grund dazu gibt. Es muss nicht immer einen Grund geben, es muss nicht immer einen logischen Grund geben. Es könnte ja sein, dass man auf jemanden wartet, dass man aus irgendeinem Grund auf was warten muss. Und der Hund hat das einfach zu akzeptieren. Weil wir können es ihm ja nicht erklären, ne? Fahrräder reagiert ja nicht, das ist prima, das geht tiptop bei ihm. Das ist gar kein Problem. Ein bisschen gucken ist okay. Und weiter geht's. Ich mache hier die Leine ab, ohne ihm ein Freikommando zu geben.
aber ich begrenze ihn noch mit einem kurzen Aufmerksamkeitssignal. Ich begrenze ihn mit der Hand ein bisschen zurück, weil ich möchte nicht, dass, wenn ich ihn ableine, dass er einfach gleich vorschießt. Das hier, diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass eben auch hier die Spannung nicht wieder so hoch ist, dass nicht wieder die Erwartungshaltung so hoch ist. Okay, der Klick vom Karabinerhaken und zack, weg. Hier auch wieder, ich bin da zu Beginn vom Spaziergang immer ein bisschen pingeliger, weil das ist halt eben der Start, wie alles anfängt, wo noch die Energie oder eben der Energielevel noch sehr hoch ist. Und deshalb will ich ihn da noch in meiner Nähe haben. Später kann er dann den Radius gerne noch ein bisschen erweitern, das ist auch okay. Hier laufe ich einfach weiter und genau, ich dachte, er wird gleich wieder vorschießen. Hier will ich ihn zurück, hole ich ihn quasi nur mit dem Stehenbleiben, habe ich ihn zurückgeholt. Und weil da ist eine kleine Kreuzung, also ein Weg, der reinkommt, und ich will nicht, dass da ja eine Überraschung stattfindet daneben. So, und jetzt machen wir das erste Mal zusammen was Cooles. Das hat ja alles immer auch mit Futtersuche, mit Jagen nachsimulieren zu tun. Ich habe ihn dort abgewiesen, quasi wie, hey, sei nicht so frech, das ist immer noch meine Beute, das geht dich noch nichts an, du hast hier dran noch nichts zu suchen, ich verwalte die Ressourcen. Und ja, das sieht vielleicht manchmal, für manche nicht, für andere sieht das vielleicht manchmal so ein bisschen, hups, was macht die denn da? Das ist gar nicht grob, das sieht schlimmer aus, er hüpft auch immer gleich sehr schnell zur Seite, also reagiert er eigentlich auch sehr, sehr gut drauf, aber das ist auch sein Naturell, dass er mit sehr schnellen Bewegungen auf alles reagiert. Hier auch, ich nehme quasi ganz deutlich körpersprachlich den Raum ein. Er weiß haargenau, das ist meine Ressource, und das kleine Handzeichen, er hat gut geschaut, und das kleine Handzeichen hat ihm gezeigt, ja, es ist okay, jetzt kannst du ran. Und jetzt bestätige ich ihn auch und leite ihn dann auch noch ein bisschen an. Und so haben wir da gemeinsam auch wieder ein Erlebnis gehabt, das wiederum für Verbindung sorgt. Also ich schmeiße nicht die Leckerchen hin und lasse ihn dann einfach alleine damit, sondern ich animiere ihn und motiviere ihn auch, dass er da noch ein bisschen weiter sucht, weil es hat noch mehr, und er ist da immer so ein bisschen haspelig und ungeduldig. Und gucke mit ihm gemeinsam noch nach restlicher Futter, ja, nach restlichem Futter. So, das war mein Handy, das da geklingelt hat. Solche Nasenarbeit ist wirklich eine super tolle Beschäftigung, eine gemeinsame Beschäftigung, die man in so vielen Variationen auch machen kann. Und sage auch ich spreche gar nicht, spreche das nicht aus. Ich gehe einfach. Wenn ich das Gefühl habe, das reicht jetzt, das ist genug, du hast alles gefunden, was du musst, dann laufe ich einfach weiter. Und er kommt mir nach. Also es ist eine ganz natürliche Folge, die da stattfindet. Und auch wenn er da jetzt ein bisschen ausschert und so, das ist völlig okay. Der Raum ist überschaubar. Und das ist auch gut so. Aber er orientiert sich immer wieder zurück an mir. Das ist ein bisschen das ich da, Leberwurst, was ich da an den Baumstamm gestrichen habe, damit er auch in der Höhe sucht. Und ja, ist auch gut für die Streckwurst ein bisschen. Wenn die sich auch irgendwo ein bisschen hochstellen, kann man ihn mal wieder einbauen.
Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt gar nie mit ihm spreche. Also hier sage ich ihm auch, er soll oben suchen. Das muss jetzt nicht sein. Also wenn man sagt, man arbeitet körpersprachlich, heißt das ja nicht, dass man gar nicht mehr mit dem Hund spricht. So ist es ja dann nicht. Aber man sieht auch hier, die Handbewegung hat geholfen und meine Sprache unterstrichen und verdeutlicht. Ja, und während ich da seinen Code zusammenlese, will ich nicht, dass er da wild rum tobt, weil es könnte ja auch ein Auto kommen unterdessen oder ein anderer Hund oder ein Pferd oder so. Und deshalb will ich, dass er da sitzt, währenddem ich was zusammenlese. Ne? Jetzt machen wir eine kleine Impulskontrolle-Übung. Ich schmeiße da Leckerchen über ihn hinweg, die er da schön sein lassen muss. Das kennt er natürlich, das Abbruchsignal, das Lassie. Und ich bestätige ihn dann auch, wenn er es gut macht. Genau, und dafür kriegt er auch was. Muss jetzt nicht sein, kann man aber tun. Also ich bin da jetzt nicht so ganz extrem nur eine Schiene, sondern ich finde, das geht auch gut so. Und jetzt kann ich suchen. Also man könnte das auch jetzt auflösen, dort an Ort und Stelle, wo er sitzt. Aber ich variiere da auch immer so ein bisschen, dass er eben auch da wieder nicht ein Muster drin hat, nicht eine Erwartungshaltung drin hat, dass es immer genau gleich sein muss. Sondern dass er wirklich darauf achtet, ja, was sage ich ihm, was gebe ich ihm für Anweisungen. Und das kann eben unterschiedlich sein von Situation zu Situation. Und auch hier helfe ich ihm wieder so ein bisschen suchen. Der soll zwar seine Nase selber brauchen, aber es geht auch darum, dass wir gemeinsam an der Sache dran sind. Jetzt löse ich es wieder auf und gehe weg. Er hat es noch nicht bemerkt. Ups, ja, er merkt es, aber will noch weiter fressen. Und jetzt, jetzt aber schnell hinterher. Genau, ich bremse ihn da wieder aus. Und jetzt machen wir da noch etwas. Also wir machen jetzt in diesem Video, machen wir auf diesem einen Spaziergang sehr, sehr viele Sachen zusammen. Also das muss überhaupt nicht alles in einem Spaziergang sein. Das ist einfach auch mal ein bisschen zu zeigen, was man alles so machen kann und wie man es variieren kann. Wir machen das auch nicht immer alles in einem Spaziergang. Das ist absolut unnötig. Genau, nicht so schnell einfach abdüsen, das geht nicht. Das hat er jetzt auch nicht erwartet, aber er hält es gut ein. Das Auto. Ja, ein Auto. Genau, macht er sehr gut. Das kann ich auch nur so machen, weil ich wirklich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das auch gut klappt. Sonst müsste man natürlich viel, viel eher reagieren und den Hund anleinen zur Sicherung. Aber das weiß ich, da kann ich drauf gehen. Das klappt gut. Jetzt kann ich ihn schicken. Jetzt kann er vorgehen und da schon mal vorsuchen. Bin ich auch dazu gekommen, dass wir das wieder gemeinsam machen können. Lass ihm auch Zeit. Hier soll er sich wirklich Zeit nehmen. Ja, dort soll er nicht rauf. Wir wissen nicht, was da drunter ist und nicht, dass er mir da einmal noch plötzlich rauf markiert oder so. Sonst hat der Bau dann nicht Freude. Wahrscheinlich sind da Zuckerrüben drunter oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber sicher nicht etwas, was er anpinkeln sollte. Jetzt, währenddem er da sucht, da ist die Gefahr nicht groß, dass er da markieren würde. Genau, ich bin wieder abgerufen dann. Jetzt kommen wir da an eine Stelle,
wo es wirklich auch cool ist, was körperlich aktiv zu machen. Und genau, aber das ist nicht einfach nur wildes Rumtoben, sondern das auch wieder geführt. Ja, da. Also die obere Schulter, die Profis sind wir natürlich da nicht. Aber das nehmen wir relativ locker, weil da sind mir andere Dinge, wie eben, dass das dann beim Auto, dass er da gut kommt und still sitzt, viel, viel wichtiger als solche Disziplinen. Genau, das ist einfach auch gut für die Körperkoordination, dass er da oder sich auch traut und mir vertraut, dass wenn ich ihn da hochschicke, dass das auch gut ist für ihn, dass das klappt, dass er da nicht Angst haben muss und er sich da auf mich verlassen kann. Das sind eben alles so kleine Bindungselemente. Und da bin ich auch sehr freundlich mit ihm, sehr einladend. Weil da braucht es ja keine Begrenzung, da braucht es keine Korrektur in dem Sinn, sondern da ist es wirklich jetzt. Genau, das ist dann ein bisschen strenger. Und jetzt wieder Beruhigung. Das geht jetzt in die Kategorie Dressur natürlich, auch solche Dinge. Das ist jetzt nicht unbedingt natürlichste Form der Führung und Erziehung, aber das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Man muss einfach wissen, was ist was. Ja, und Kotbeutel nie vergessen. Das ist uns wirklich auch immer ein Anliegen, weil ja, es für alle angenehmer, wenn es da keine Tretminen gibt und man da nicht ja, quasi als Hundebesitzer, als Hundehalter immer, ja, wenn sich die Leute immer aufregen und man wird dann quasi, alle werden in einen Topf geworfen, das finde ich auch nicht so cool, ne? So, dann kann man auch mal mitten auf dem Feld, wo es eigentlich völlig keine Logik drin hat, kann man da gut auch mal Leine laufen, auch wenn es der Hund nicht erwartet. Aber ja, er muss das ja immer und überall können, ne? Genau. Jetzt sage ich quasi, komm, da schauen wir uns mal was an. Da könnte was Spannendes sein. Das macht nämlich nicht der Hund. Nicht der Hund sagt mir, jetzt gehen wir da lang und da gibt es was Spannendes zu riechen. Er zeigt das ja mit der Nase in der Luft immer wieder. Das würde ihn interessieren. Aber er weiß, dass er da nicht rüberziehen darf, weil das lasse ich nicht zu. Ich gehe da mit ihm hin und ich sage, okay, jetzt kannst du hier mal gucken, wenn das da was Interessantes gibt. Und ich entscheide auch, wann wir weitergehen. Ich sage dann auch, nee, das ist jetzt nicht der Ort, wo wir Halt machen. Genau, auch hier, ich mache da kein Thema draus, nehme einfach die Leine ab und er hat ja guten Kontakt. Da fragt er wieder ab, soll ich wirklich, ist das okay? Und ich schicke ihn dann zum Gucken. Er kann dann trinken gehen, unten hat es ein kleines Bächlein. Und er hat dann gut nochmal nachgefragt, ein bisschen gezögert und ich muss ihn da nochmal bestätigen, dass er will wirklich sicher sein, dass es okay ist. Aber er hat auch nicht so wahnsinnigen Durst offenbar und kommt schön wieder zurück. Hier geht es darum, dass wenn ich hier stehen bleibe, dann muss er sich auch wieder an mir orientieren und soll nicht weitergehen. Also nicht er bestimmt die Route, nicht er bestimmt das Tempo. Er hat hier seinen Radius, das ist auch der Vizsla. Der hat ein bisschen einen größeren Radius als andere Hunde und einen größeren Bewegungsdrang. Das ist insofern okay, weil er ja immer wieder Kontakt aufnimmt und immer um mich herum bleibt. Und hier verlange ich jetzt von ihm, jetzt machen wir Pause. Jetzt will ich, dass wir kurz auch mal, auch draußen, auch mit Ablenkung, auch mit Umweltreizen, einfach mal Ruhe halten. Und das
ist wirklich was Gutes, was man von Welpe an trainieren sollte. Wir haben das auch zu wenig gemacht im Anfangsstadium als Welpe. Das müssen wir heute ein bisschen büßen und deshalb holen wir das jetzt wirklich ein bisschen mehr nach. Dass wir das immer mal wieder einbauen. Einfach solche Stops. Wir machen unterwegs viel zusammen, aber es gibt dann eben auch diese gemeinsamen Ruhephasen. Und wie man sieht, das ist etwas, was für ihn schwieriger ist als die anderen Dinge, die man von ihm verlangt. Ich tippe ihn an. Er war jetzt mit dem Kopf woanders und nicht mehr bei mir. Und ich habe ihn jetzt. Das ist bei einem hibbeligen Hund immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn man ihn berührt, kann man sein, dass man ihn gleich aktiviert. Hier war es jetzt gut, dass er wieder ein bisschen aufmerksam wurde, aber er ist eben auch gleich aufgestanden. Dieses Halten unter der Brust und das ganz langsam Ausstreichen, das Bein runter und so eine Art eine Kraulmassage, das wirkt wieder entspannend. Ja, nicht schnelles, nervöses Streicheln. Also das ist eigentlich schon grenzwertig hier. Es könnte noch langsamer sein und am besten gar nicht am Kopf, gar nicht über den Kopf obendrauf. Das mögen die gar nicht so. Am besten ist schon unten bei der Brust durch, die Flanken ein bisschen. Ja, der Hüfte mögen sie es ganz gerne. Ja, der macht ja wieder den Spaßvogel. Ja, das ist eine abgekürzte Version eigentlich. Ist das wieder zu kurz, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um runterzufahren, aber sonst würde das Video natürlich ewig dauern. Man kann das natürlich so machen, dass man das wirklich macht, bis der Hund tatsächlich zur Ruhe kommt. Wenn man das von klein auf wirklich übt, kann man das wirklich gut aufbauen, dass der Hund lernt, relativ schnell bei so einer Pause zur Ruhe zu kommen und einfach auch mal zu chillen. Ich gebe ihn nur alleine mit dem Handzeichen hier ins Bleib. Ist natürlich so, dass er das jetzt nicht zum ersten Mal macht. Also das ist ganz klar. Also der Aufbau dauert natürlich länger und geht in viel, viel, viel kleineren Schritten. Aber es reicht hier wirklich ein kleiner, feiner Verweis. Es braucht wirklich da nicht große, laute Kommandos und weiß ich was. Und wie ihr da auch gesehen habt, jetzt schon im ganzen Video, es sind wirklich kleine Gesten, die man da macht. Es braucht da auch nicht ein Riesenhantier. Ich verteile dort ein paar Leckerchen auch unten. Nochmal dann für so ein bisschen Nasenarbeit, ein bisschen Leckerchen suchen. Und ich gehe jetzt aber nicht zu ihm zurück, sondern rufe ihn dann von dort drüben ab. Ja, er dreht sich natürlich nach mir um. Ja, orientiert sich halt wirklich sehr stark an mir. Das ist auch okay so. Und das ist immer noch sein Bremsweg da, dass er noch so ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dann umdreht. Das ist halt Aragorn. Und der sitzt auch nicht irgendwie so in einem schönen Front oder so, aber das ist mir völlig wurscht, weil das ist für mich nicht der Anspruch. Was ich aber jetzt will, ist, dass er da wieder noch einmal schön sitzen bleibt und auch nicht wieder die Erwartungshaltung hat, aha, jetzt geht's gleich so weiter. Das muss man wirklich auch nicht jedes Mal so machen, das kann wirklich absolut variieren. Da ist er Auto. übers Ziel rausgeschossen und genau, Stefan ruft, dass dann Auto kommt. Er wollte schon nach unten, er hat wohl gedacht, er könne da gleich nach unten, das wäre das Kommando, hat das falsch verstanden, aber ich habe ihn gut wieder zurück rufen können. Das klappt zum Glück gut. Ah, jetzt hat er da das Leckerchen dort am Rasenrand schon in der Nase gehabt. Gehen wir da auch wieder gemeinsam hin und das gemeinsam suchen.
Er ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen müde. Er hat jetzt schon viel gemacht, viel mit der Nase gearbeitet, er hat einen Kopf gebraucht, er hat Konzentration gebraucht. Also wir haben jetzt wirklich schon viel von ihm verlangt. Und nach so einer Runde ist er dann wirklich absolut platt. Weil rein körperlich, nur vom Rumrennen, kriegt man einen Hund ja sowieso nicht müde. So einen konditioniert man nur noch hoch. Ja, was er nicht soll, ist dort aufs Privatgelände gehen, das ist nicht okay. Und wie gesagt, die Velofahrer, die Fahrradfahrer, die interessieren nicht, das ist tiptop. Und sein Code interessiert ihn auch nicht. Ja. Ja, da hat er den Kopf schon gar nicht mehr so bei der Sache, er ist wirklich langsam müde. Und das ist dann auch wirklich das Zeichen, dass dann mal langsam gut ist. Ne? Ja, das war so eine Runde, wie die aussehen kann. Und wie gesagt, mit natürlich sehr vielen verschiedenen Beispielen, die man ja auch auf verschiedene Runden aufteilen kann dann jeweils. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr da ein paar Eindrücke gewinnen konntet, wie wir da so arbeiten und wie wir so vorgehen. Und ja, schreibt uns doch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht, was ihr vielleicht ähnlich macht, was vielleicht ganz anders. Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne natürlich Fragen, Anregungen. Und ja, ein Like und ein Abo ist natürlich immer toll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.